Hallihallo und herzlich willkommen auf dem Twitch-Kanal von Mini Paradise zu einem neuen Live-Video, Live-Talk. Ich begrüße an meiner Seite, bin ja leider nicht in Mitte, also nur an einer Seite von mir, den lieben Dario von der AOS League und von 3TH Hallo. Hannover. Entschuldigung, kann ich auch noch wieder zusagen. Ja. Extra Und angezogen heute für die Jungs. perfekt. Und daneben noch natürlich unser altbekannter Flo Jutsu, der Flo von Mini Paradise und uns Teamkamerade von Lollipops, mit dem wir auch zu dritt Hallo. unterwegs sind. Genau. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, was wir besprechen wollen. Und zwar geht es um was ganz Interessantes. Und zwar auch bei der AOS Dachliga hatten wir das Thema. Und vor allen Dingen auch, weil nächste Woche die AOS Club Championship ist, wo 22 Vereine aus Deutschland und Österreich zusammen um die Meisterschaft der Dach. Gruppe spielen, also der Community, im Fünfer-Team-Turnier. Und da war sehr oft das Thema grundsätzlich, was ist eigentlich Team-Turnier? Wie funktioniert das? Und vor allen Dingen auch irgendwie dieses spannendere Thema, wie bereitet man sich eigentlich darauf vor? Also all die, die vielleicht noch nicht so teamaffin sind, das Teamsystem nicht kennen, sollen natürlich auch endlich in den Genuss kommen und vor allem sich auch mal ein bisschen anders darauf vorbereiten können. Und deswegen wollen wir heute Abend hier in der Runde vor allen Dingen gemeinsam mit euch, auch mit dem Chat zusammen, ein bisschen über die Ideen sprechen, über die Vorgehensweise sprechen, wie findet eigentlich ein Teamturnier statt, wie bereitet man sich darauf vor und vor allen Dingen, was macht man eigentlich alles im Vorfeld? Und das ist ein sehr interessantes Thema und ich freue mich sehr auf den regen Austausch, vor allem mit euch beiden. Und daher würde ich gerne als Einstieg von diesem super brisanten Thema, lieber Florian, du warst letztes Jahr bei Club Championship ein offizieller Springer und bist dann glücklicherweise in das Team 3TH Hannover gerutscht. Damals, auch wie dieses Jahr, ist der Dario da der Team Non-Playing Coach und der Team-Captain gewesen. Und erzähl doch einfach mal von deinen Erfahrungen gerade am Anfang des Turniers. Nein, alles cool, war tatsächlich auch mein erstes Teamturnier. Und ich wurde gefragt, ob ich Bock hätte, da mitzumachen bei Hannover und habe natürlich sofort Ja gesagt. Wir hatten ja von Mini Paradise aus so ein paar Springer, die genau für solche Fälle auch dabei waren. Und ja, da gibt es eine ganz lustige Story. Wir hatten das erste Match, aber ich weiß gar nicht, Dario, weißt du noch, gegen wen das war? Ja, Welches Team? das waren gegen die Crown of Champions. Ja, und wir haben uns die Listen angeguckt und da gab es halt eine spezielle Liste. Ich bin damals mit Sinch gekommen, also Spell Heavy Glaube, das war gegen den guten Dieter, war das sogar. Wenn ich mich nicht recht entsinne. kann sein, auf jeden Fall. Und es gab eine Liste, also ich habe gesagt, ey, finde ich alle total cool, kann ich mit umgehen. Und es gab genau eine Liste, das war Crewboys mit viel Beschuss und Incarnate. Und ich habe noch gesagt, okay, krieg alles hin, aber die Liste, das wird schwierig. Ja, und Dario, wie ist es denn dann ausgegangen vom Pairing? Ja, es war das erste Mal, dass ich überhaupt Pairing gemacht habe. Ja. Und man hat schon gemerkt, unsere Jungs von den Crown of Champions hatten das schon zwei, dreimal öfter gemacht. Ja, und was kam dann raus in der zweiten Rotation des Pairings? Lege ich natürlich nicht unsere Zinch als Attacker, sondern ich weiß gar nicht mehr, was ich gelegt habe. Ja, und die geben sie mir zurück dann am Ende, als ich es als Defender gepackt habe. Oder falls ich es gerade verdreht habe, verzeiht es mir. Und am Ende kommt dann raus, ja, auf dem letzten Battleplan, der gute Flo mit seinen Zinch geht auf Summoners gegen die Crewboys. Und ich weiß auch noch genau, wir standen voneinander und du sagst dann zu mir, ey, du hast Crewboys. Und ich dachte so, ja, cool, verarsch mich jetzt, ne? Ich dachte echt, verarsch mich, ne? Und dann so, nein, du hast echt Crewboys. Ich so, oh, okay. Es tat mir so leid, weil ich war so froh, dass wir so einen coolen Springer bekommen haben und dann reite ich den erstmal komplett rein. Flo kam auch nach dem Spiel zu mir so, hier der Dario, was sind das eigentlich für einer? Ja, aber dafür Nein. konntest du es ja im zweiten Spiel wieder ausgleichen, Flo. Da durftest du ja dein Wunschgegner nennen. Na gut, im zweiten Spiel, glaube ich, war es noch nicht. Das war dann, glaube ich, am zweiten Tag. Oder nee, wann war das? Dritte Am Spiel? ersten Tag das dritte Spiel Genau. gegen Ludo Lido Bees, also die Jungs aus Lübeck. Ja, also als Verzeiht es mir dritte. bitte, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, bitte. Zweite Oder Sascha, Spiel. Entschuldigung.
Oder zweites Spiel war eigentlich ganz cool. Ich glaube, da habe ich gegen Dortos gespielt. Aber genau bei besagtem Spiel, da war ich schon ziemlich durch. Der Tag war lang, war auch ehrlicherweise ein bisschen Alkohol im Spiel und wir waren alle ein bisschen fertig. Und dann habe ich halt, genau, da war dann kam das Pairing und ich hatte eigentlich ein Traummatch dabei, weil es gab wieder eine Dortos-Liste. Und mit Dortos kann halt Tzeentch oder konnte Tzeentch damals super gut umgehen. Und ich habe halt gesagt, ey komm, da ist auch eine Slaves to Darkness Liste dabei. Und wie gesagt, ein bisschen geistig umnachtet, habe ich gesagt, ey, ich spiele ja selber Slaves. Komm, die spiele ich, dagegen spiele ich. Also pair mich ruhig gegen Slaves. Ich glaube, du hast mal gesagt, bist du dir sicher? Bist du dir Ja, das habe ich gesagt. sicher? Safe. Safe und hinten. Habe ich auch mein Traum-Matchup bekommen und ja, dann stand ich halt vor einem Varengard-Spam mit Vierer gegen Mortals und war auf jeden Fall nicht die beste Erfahrung für Tzeentch. Das war auch so überragend, als du zu mir kamst, du sagst, ich möchte die Slaves. Und ich so, okay, egal wie es Pairing jetzt ausgeht, ist mir völlig egal, aber ich muss mich bei Flo revanchieren und ihm jetzt endlich mal sein Traum-Matchup geben. Und dann kommst du, glaube ich, nach 1,5 Stunden schon zu mir, spielst durch und sagst mir, ich habe gerade 0,20 verloren. Ich habe dann zweimal Man muss gespielt. dazu sagen, meine Frau war auch bei diesem Turnier. Das erste Mal auf einem Turnier überhaupt. Die hat gefühlt 2 Tage vorher erst erfahren, dass sie spielt. Und das Coole ist, keiner aus unserem Team ist auf dem ganzen Turnier 0,20 gegangen, nur Flo in dieser einen Runde. Das stimmt. Aber ich habe es ja dann wieder ein bisschen gut gemacht in den Ja letzten klar, zwei ich glaube, du Runden. hast mit die meisten, wenn nicht die meisten Punkte im Team geholt. Dir sei das alles verziehen. Du wärst jederzeit wieder willkommen bei uns. Super. Nur deswegen ist die Geschichte eigentlich jetzt auch in so und so wichtig und genau damit sowas vielleicht nicht so häufig passiert, ne? Damit man da vielleicht auch ein bisschen anders mit umgehen kann, gerade wenn man sowas zum ersten Mal macht, ist total wichtig, sich vielleicht im Vorfeld wirklich nochmal kurz ein bisschen zusammenzusetzen und ein oder zwei wichtige Sachen zu besprechen. Und genau auf diese Punkte wollen wir eigentlich jetzt auch ein bisschen mehr eingehen und quasi thematisieren, was man eigentlich als Vorbereitung machen kann, was vielleicht wichtig ist. Und deswegen wollen wir da einfach so ein bisschen jetzt einsteigen, vor allen Dingen aus der Sicht eines aktuellen Coaches für das Turnier, der auch sehr viele Spielerfahrungen mittlerweile hat, der Dario. Jemanden, mit dem ich schon gemeinsam ein Teamturnier gespielt habe und wir so eine Punktematrix schon durchgearbeitet haben. Und deswegen glaube ich, ist das für euch immer ganz, ganz cool, um euch etwas an Informationen zu geben, an denen ihr euch orientieren könnt, mit denen ihr selbstständig in eurer Gruppe, dann in eurem Team sowas aufbauen könnt. Und dabei sind natürlich jede Fantasien und Grenzen eigentlich nicht gesetzt. Also ihr habt alle Möglichkeiten, könnt kreativ sein, wie ihr sowas aufbauen wollen. Das ist jetzt mal exemplarisch, wie man sowas aufbauen kann. Und vor allen Dingen auch, wie das zum Beispiel aktuelle Nationalteams und so weiter auch machen. Und an denen orientieren wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen. Steigen wir mal ein bisschen in das ganze Thema ein und ihr im Chat könnt natürlich immer dazu mit raushauen, was euch alles noch so einfällt, wie ihr das alles macht. Da können wir mal einen regen Austausch darüber machen und das ganze Thema Teamturnier ein bisschen thematisieren. Deswegen nochmal die Anmerkung, AOS Club Championship ist jetzt nächste Woche schon. Nächste Woche, 3., 4. Februar, 22 Vereine. Und falls ihr mal auch Teamturnier-Regeln sehen wollt, daher auch der Hinweis, könnt ihr auf die Seite gehen. Hier unten findet ihr das Battle Pack. Wenn ihr das runterladet, findet ihr alle möglichen Informationen, wie Teams überhaupt zusammengestellt werden können, welche Art von Listen geschrieben werden können, auf was man achten muss. Da gibt es so viele neue Restriktionen, wie viele Grand Strategies, welche Enhancements und so. Das wird alles ein bisschen anders gehandhabt und es ist nicht so frei, wie man es jetzt beim Singles-Turnier kennt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich mit sowas mal befasst. Wolltest du kurz dazu was sagen, Dario? Ja, ich muss da einmal kurz reingrätschen. Unser Logo ist immer noch nicht auf der Seite. Ja, es kann sein, dass das vielleicht noch nicht drauf ist. Ja, da muss ich mit Martin nochmal ein ernstes Wörtchen sprechen. Ja, habe ich mir mal vermerkt. Ich habe es ganz schnell versucht zu überspringen, aber dir ist direkt aufgefallen. Ja, ihr Ich seid krieg's auf mal ins Ärger von unserem Vorstand, dass das immer noch nicht da drauf ist. Nein, ihr seid auf jeden Fall dabei. Da gibt es jetzt auch ganz neu, ist auch ein Pairing-Prozess. Da haben wir, glaube ich, Manu und ich schon mal ein separates Video gemacht. Da würde ich heute nicht explizit drauf eingehen. Also das Pairing ist eine Ermittlung, wer auf welchem Tisch gegen wen spielt, in diesen Attacker- und Defender-Rollen. Bitte guckt euch das nochmal dann genauer an, wenn ihr nochmal wissen wollt, wie das genau funktioniert. Es gibt unterschiedliche Turniergrößen. Es gibt kleine mit 3, aber es gibt auch 5 und ich glaube, auf dem World sind es mittlerweile 8. Die in einem Team mitspielen und da ist natürlich der Pairing-Prozess ist aber eigentlich immer das gleiche. Es wird ein Defender und ein Attacker gelegt und dann wird eben zugelost. Also der Defender wird als erst gelegt und der andere Team legt 2 Attacker dazu.
Und dann darf das verteidigende Team sich einen von der Attacker aussuchen und dann draftet man so den ganzen Gameplan zusammen. Und bei uns auf dem Club Championship gibt es sogar noch eine zusätzliche Information, nämlich es gibt ein Light- und ein Dense-Terrain, also dichtes und nicht dichtes Terrain, also viele oder weniger Gelände pro Tisch. Und es werden unterschiedliche Battleplans an einem Spiel gespielt. Ich glaube, es sind immer drei verschiedene Battleplans pro Game. Also wenn jetzt Team Mini Paradise gegen 3TH Hannover spielt, werden da drei verschiedene Battleplans mit unterschiedlichen Geländeausrichtungen als Tische bereitgelegt. Das bedeutet also, man hat auch in der ersten Runde fünf völlig unterschiedliche Zusammenstellungen der Spielpaarung. Und das sind alles Faktoren, die sehr wichtig sind und die greifen wir gleich mal so richtig ein. Die 20er-Matrix findet man hier auch noch alles. Sekundärwertung, also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den müssen wir auch nochmal benennen. Da sind wir auch, glaube ich, noch ein kleines bisschen anders mit der Club Championship als bei den Worlds, weil in dem Teamformat gilt erstmal in erster Runde natürlich nicht der Sieg als Sieg, sondern die 20er-Matrix zählt über alles. Also ein 20-0 geht dann quasi mit 20 Punkten auf die Haben-Seite eures Teams ein. Wenn es jetzt ein 11 zu 9 wäre, dann 11 Punkte und 9 Punkte auf die Habenseite des gegnerischen Teams. Und am Ende werden die Punkte zusammenaddiert und dann wird geguckt, wer das Spiel gewonnen hat. Das ist ganz, Das ist ganz aber bei wichtig. den Worlds auch so. Ja, Da aber da zählen zählt dann nur am die Ende gesammelten nicht, Punkte. genau, und bei uns zählt trotzdem danach noch die Ermittlung des Sieges. Das heißt, wenn ihr in der ersten Runde jetzt beispielsweise 180 zu 170 spielt, habt ihr das Spiel gewonnen und kommt dann in die nächste Runde. Und dann wird auch wieder erst um Siege gespielt und danach kommt die Gesamtpunktematik. Da kann man Das ist drüber tatsächlich anders. diskutieren, was da das Bessere oder Schlechtere ist. Wir haben uns jetzt erneut hierzu entschieden. Genau. Gut, was gibt es noch hier sonst zu wissen? Ich glaube nichts. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr alle sonst sehr gerne auf die Seite gehen und auch euch einfach mal Team-Turnier-Regeln durchlesen oder sonst auf die AOS World-Seite. Da gibt es das Ganze natürlich auch. Im englischsprachigen Worlds Charakter. So, mal was ganz Spannendes und damit steigen wir jetzt mal so ein bisschen in die Thematik ein. Das, was ich hier zeige, ist einfach mal ein Entwurf, den wir damals gemacht haben, als wir mit Floro und ich nach Leipzig gefahren sind. Und jetzt frage ich einfach mal so ein bisschen zum Dario rüber. Mit welchem Programm, welchem Tool macht ihr diese Einschätzung? Was verwendet ihr, wenn es jetzt nicht Excel ist? Wir verwenden ein wunderschönes Programm, das sich Excel nennt. Okay, ich hatte gehofft, es gibt jemanden, der noch andere Tools kennt oder andere Programme kennt, mit denen man das auch machen Nein. kann. Also gibt es bestimmt. Ich weiß, dass zum Beispiel, ich müsste lügen, wenn ich mir sicher wäre. Ich glaube, die Schotten waren das, die letztes Jahr auf den Worlds ein KI-Programm hatten, wo hier wie ähnlich wie ChatGPT, wo die einfach ihre Listen und Pairings eingegeben haben und das hat dann die Pairings für die gemacht. Also es gibt da auch Ansätze, die sind sehr, sehr futuristisch. Wir haben auch sowas probiert. Guck mal, wir sind ja auch so ein bisschen, eigentlich sind wir ja nicht IT-lastig, aber wir hatten damals auch gesagt, hier, wenn unsere Gegner Deepkin, Iron Jaws und Bones wird das zum Beispiel spielen, hat dann bei uns dann auch die Matrix rausgegeben, mit welchem spielen wir das beste Matchup. Also, dass dann der Flo gegen Deepkin spielt, der Robert gegen Iron Jaws. Sowas hatten wir auch mal probiert, aber da gibt es alle möglichen sehr interessanten Ja. Möglichkeiten, wie man das abbilden kann, ne? Also Also ist bei natürlich auch einfach schwierig, Dreierteams. weil du einfach die unterschiedlichsten Listen mit den verschiedenen Armeen hast, ne? Und da geht es dann in so Details runter. Also, ja, weiß ich nicht. Ist schwer, glaube ich. Ja. Also dabei ist es auch total wichtig, aber man sollte, also kommen wir erstmal zu diesem ganzen grundlegenden Thema. Und zwar geht es ja darum, dass man quasi als Coach versucht, am Ende des Tages das beste Matchup für die Spieler zu bekommen, um den Spielern oder damit das Team den Sieg holt. Das ist erstmal eine ganz unterschiedliche Strategie von allem. Weil es geht nicht mehr um den einzelnen Spieler, sondern es geht darum, auch um das ganze Team. Dabei kann es sein, dass er ein gutes Matchup bekommt, weil der Captain beißt, da kriegen wir die meisten Punkte, wahrscheinlich 20 zu 0. Es gibt Spieler, die müssen vielleicht dann kriegen die Arschkarte, weil sie gegen irgendwas spielen müssen, wo sie einfach nicht so gut drin sind oder dagegen müssen, weil sie einfach vom Bus geworfen werden oder weil sie denken, das ist eine Allrounder-Liste. Also da gibt es alle möglichen Konstellationen und keiner, und das ist ganz, ganz wichtig dabei, am Ende findet auch nie eine Bewertung statt, wie ist ein Spieler gegangen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es guckt keiner drauf, wie einer jetzt beim Team Hannover am Ende, ob der 3-0 oder 0-3 gegangen ist.
weil es gar keine Rolle spielt, weil der Coach mithilft, Entscheidungen zu fällen, damit die Punkte fürs Team geholt werden. Und deswegen ist das nie eine Betrachtung, eine Leistung eines Spielers am Ende des Tages. Das ist ganz wichtig. Also wenn euer Coach euch beispielsweise jetzt so schlecht fährt und ihr nur verliert, könnt ihr natürlich zu ihm gehen und anmeckern, wie der Flo zum Beispiel zum Dario gegangen ist beim Kuba-Spiel. Aber dennoch ist es an sich ja die logische Überlegung beim Pern, dass der Coach das so probiert, damit das Team, der Teamerfolg da natürlich erreicht wird. Also dazu einmal, es ist halt sehr, sehr kompliziert, weil man legt ja nicht einfach nur Matchups, sondern man hat ja immer noch ein Gegenüber. Aber jetzt nochmal auf den Pairing-Prozess zurückzukommen, wenn ich jetzt meinen Defender lege und predikte, dass der Gegner beispielsweise jetzt zum Beispiel Big Vark als Defender legt, dann halte ich natürlich meine beiden guten Matchups zurück, die ich ihm dann als Attacker gegengebe, und behalte die anderen Karten lieber auf der Hand. Wenn der jetzt aber was ganz anderes legt, als ich überhaupt mit gerechnet habe, dann ist der komplette Plan schon wieder hinfällig. Das Ja. kann gut für mich sein, das kann schlecht für mich sein. Das ist Who vor allem gonna know? bei so einem Dreier-Team-Team ist das ja nochmal krasser, das Mind-Game, ne? Weil da legt man einen Defender und die anderen beiden Karten sind ja automatisch Attacker. Ist ja bei Dreien Genau. deswegen ja noch nicht mal so spannend wie jetzt bei Fünfer oder Achter. Deshalb würde ich auch so ein bisschen früher sogar ansetzen. Jedenfalls haben wir das gemacht, dass wir, also wenn ich jetzt vergleiche, dem Team-Turnier, wo wir waren, Cello, da haben wir ja mehr oder weniger einfach die Armeen gespielt, worauf wir Bock hatten zu der Zeit. Jetzt zum Beispiel bei dem haben wir schon so ein bisschen drauf geachtet, okay, wir gucken mal, in welche Richtung welche Listen gehen könnten und welche Armeen. Also, dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir spielen, haben auf jeden Fall was dabei, was gegen Spell Heavy funktioniert. Dann haben wir noch einen Tank dabei, dann haben wir noch irgendwie, also wie so eine Rollenspiel-Crew. Weißt du, wenn du Ja. jetzt, ich vergleiche jetzt gerade mal mit, ich habe in letzter Zeit relativ viel Baldur's Gate gezockt, ne? Du stellst ja deine Party zusammen und es macht jetzt nicht so viel Sinn unbedingt. Keine Ahnung, vier Tanks zu spielen. Wenn du halt, keine Ahnung, hast einen Zauberer, hast einen Tank und hast einen Schurken und da hast, damit du eigentlich alles oder für alles im Team eine Antwort parat hast. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Hinweis, dass man da auf jeden Fall sich auch dann ausrichten kann, weil es darf ja auch keine Armee doppelt gespielt werden. Man kann jetzt nicht mit 5 von Nörgel hier erfahren. Und natürlich Colin sollte. und Dan könnten. Ja, zum Beispiel. Aber dann, wenn es natürlich jemanden gibt, der gut gegen Nörgel wäre, in dem Fall, dann hat man halt genauso das Problem. Also da steckt so viel dahinter, das hört sich alles total trivial an, aber da stecken so viele Gedankengänge dahinter, sowohl bei einer Armeezusammenstellung, da fängt es schon an, bei der Teamzusammenstellung, welche Teams werden gespielt, welche Armeen werden gespielt, welche Factions werden dann irgendwie bei den Sub-Factions berücksichtigt, welche Grand Strategies haben die jeweiligen Armeen, welche Unique Enhancements können die picken. Und jetzt kommt ja dann eigentlich das, was gemacht werden muss, wenn man jetzt quasi auf ein Turnier fährt, nämlich muss jeder Spieler sich im besten Fall, und das solltet ihr auch üben, weil das einfach geil ist und ich kann dazu sagen, dass das vor allen Dingen in der Vorwärtsbetrachtung super viel Spaß macht. Flo, Robert und ich, wir hatten extrem viel Spaß, abends hier im Discord zusammenzusitzen, die gegnerischen Listen anzugucken und dann Einschätzungen zu machen, wie gut läuft das gegen die jeweilige Armee. Und dann natürlich auch haben wir eine Rückwärtsbetrachtung gemacht. Wir haben uns quasi nach dem Turnier hingesetzt, haben uns nochmal unsere Matchups, unsere Predictions angeguckt, haben gesagt, oh. Guck mal, da haben wir das hinbekommen und hier hat man gesagt, der legt das und so und dass man das Ganze, man lebt das Ganze auf einmal viel, viel mehr, als einfach nur auf ein Singles-Turnier anzufahren, sich auf der Fahrt dahin die Listen anzugucken, okay, was mache ich gegen die, nein, hier muss man viel, viel mehr, muss man schon so sagen, Energie, aber auch irgendwie Motivation reinstecken und man bekommt auch schon so viel Spaß in dem Hobby zurück, wenn man sowas macht. Und das Ganze würden wir drei jetzt einfach mal, wenn wir jetzt ein Fünfer-Team wären, mal so ein bisschen durchgehen. Und zwar habe ich ein bisschen was vorbereitet. Und daran könntet ihr euch alle orientieren. Das sind nämlich Faktoren hier. Das sind quasi alle gegnerischen Factions, die es gibt. Die könnt ihr euch einmal mal runterschreiben, die es halt alle gibt. Und vor allen Dingen auch als zweiten sehr wichtigen Pick ist der Battleplan. Auf jeden Fall. Weil jeder Spieler hat A mit seiner Armee, A erstmal durch die Armee selber von der Zusammenstellung Vor- oder Nachteile, oder kann den persönlich auch besser oder schlechter.
Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, zu der Einschätzung der Factions, der Listen, sich auch darüber Gedanken zu machen, wer kann denn von mir sehr gut welche Liste spielen. Ein Fire Slayer-Spieler, den brauche ich vielleicht nicht auf Geomantic Pulse einsetzen, wenn er Schwierigkeiten hat, dem Puls nachzulaufen. Und das sind alles, und jetzt kommen wir mit einer ganz neuen Variable rein, nämlich dem Battleplan, der auch noch eine Rolle spielen kann bei dem Matchmaking-Prozess, wenn man quasi sein Dings draftet, sein Pairing macht. Also voll geil, was er alles für eine Rolle spielt. Ja, das ist echt viel Arbeit, aber das macht auch tierisch Spaß. Ja. Oh, Fellow. So. Hallo. Fellow. Ich mache hier mal, ich bereite mal hier sowas ganz Kleines vor. So, machen wir das hier mal weg. Hier zwei und dann machen wir mal hier ein bisschen weg, wecki, wecki. So, folgendermaßen haben wir hier die Möglichkeit, jetzt einfach mal, ups, eins zu wenig, der Cello macht auch mit. So ungefähr könnte man sich das vorstellen, was ihr jetzt im einfachen Step einfach bei euch dann mit eurem Teams machen könntet. Ihr lasst quasi jetzt, das muss man sich vorstellen, es gibt jetzt ein gegnerisches Team und das ganze Team hat jede Armee. Wir machen das jetzt einfach mal ganz simpel. Und wir drei Ja, fahren jetzt einfach auf so ein eine Turnier. Standardliste. Genau, einfach so eine Standardliste, wie es jetzt aussieht. Und der Flo würde jetzt mit seiner Armee, womit er am letzten Wochenende in Bedburg war, mit Menörgel fahren, Dario mit Big Vark und ich mit Cool Boys beispielsweise, ne? Und wir würden jetzt quasi auf ein Turnier fahren und müssten jetzt eine Einschätzung machen gegen alle Standardlisten. Und was für euch jetzt sehr wichtig ist, kann ich auch mal gleich fragen aus dem Stegreif, wie ihr es findet. Es gibt natürlich jetzt ganz viele unterschiedliche Methoden, was die Bewertung angeht. Man kann jetzt sagen, wir haben, glaube ich, damals eine Bewertung gemacht von 1 bis 10. 10 ist zu Ballast den 20-0 weg. Ich glaube, bei den Worlds und Nationalteams wird es, glaube ich, einfach nur von 1 bis 5 gemacht. Also 5 hast du ein super Matchup, 4 hast du ein gutes Matchup, 3 hast du ein ausgeglichenes Matchup, 2 ein schlechteres und 1 ein super schlechtes für dich. Wahrscheinlich ist das Genau, auch also die einfachste Methode erstmal. wir machen das immer auch so bei uns im Team, mit dem wir auf Turnieren fahren, unabhängig vom Team Germany, machen wir es auch mit der Fünfer-Matrix. Und die Zahlen haben auch immer sowas zu sagen mit erwartete Punkte für das Matchup. Also eine 5 zum Beispiel heißt, man gewinnt das Spiel locker flockig 18-2. Ein 20-0 ist fast nie möglich, wenn der Gegner gut spielen kann. Eine 4 ist ein 15-5. Und um es noch ein bisschen abzustufen, gibt es auch Komma. Also ein 3,5 gewinnst ist 12-8. Und beim Dreier-Matchup ist es 10-10. Da weiß man ja eh nie, wie es ausgeht. Das ist 50-50. Und das addiert sich dann quasi zusammen aus den kompletten Matchups. Und der Coach versucht dann am Ende, die möglichst maximale Punkte aus allen Spielen rauszukriegen. Und davon geht man dann aus, wie das Spiel dann am Ende von den Punkten her steht. Das Ich hoffe, war. dafür habe ich jetzt nicht zu viel auf einmal, aber ich Nö, glaube, das macht Sinn, wenn man das gleich mal zeigt. nö. Ja, auf jeden Fall. Ich bereite hier nur kurz eine Kleinigkeit noch zusätzlich vor, die das vielleicht sogar noch sehr spannend macht. Boah, ich kann auch ein bisschen überbrücken, wenn du noch Zeit brauchst. Ne, ich bin gut dabei. Okay, sehr gut. Was natürlich auch sehr, sehr cool daran ist, um daran anzuknüpfen, ist auch, sich darüber Gedanken zu machen, was kann ich eigentlich mit meiner Liste und gegen wen bin ich gut. Und ob ich jetzt am Ende sage, ich mache die Bewertung von 1 bis 5 oder ich mache. Keine Ahnung, einfach rot, grün, gelb. Kann ja auch funktionieren, ne? Also Ja, ist wie man eigentlich, das macht, ist egal. genau, also ihr könnt euch da alle möglichen Sachen ausdenken oder Schulnotensystem von mir, da mache ich eine 1. Das könnt ihr euch überlegen oder in Prozenten, das ist so viele Variationen denkbar, da gibt es kein gut oder schlecht, sondern es liegt an euch, wie ihr damit umgehen wollt und vielleicht wie der Captain damit arbeiten kann. Ich glaube, wir unter uns haben auch gemerkt, dass von 1 bis 10 auch einfach zu viel war, weil ist jetzt eine 7 besser als eine 6 oder was ist eine 8? Das war dann zu viel. Wahrscheinlich hätte er wirklich von 1 bis 5 oder in den 3, 5 Farbensystemen kann man es auch gut machen mit Gelb, Orange, Rot, Hellgrün, Dunkelgrün oder so. Das könnt ihr euch, genau, was Tristan auch schreibt, Rot, Grün, Gelb, kann man einfach machen. So weniger, umso einfacher ist auch erstmal. Das Wichtige ist dabei aber auch, dass man jetzt nicht wie hier, wir gehen jetzt von der reinen standardmäßigen Liste aus. Jede Nighthaunt-Liste kann ja auch unterschiedlich sein. Der eine spielt zum Beispiel eine Black Coach-Liste, der andere spielt eine Revenant-Liste und die Einschätzung muss man leider ehrlicherweise listenbasiert machen, weil vor dem Spiel, wenn der Dario jetzt gegen die Kellerkinder spielt,
holt er sich dann die Einschätzung raus und bevor das Pairing beginnt, legt er sich vor sich hin oder packt seinen Laptop ab, um dann quasi jetzt daran das Pairing machen zu können und sich anzugucken, okay, wen haben die als Defender jetzt gelegt? Er darf die Karte in die Hand nehmen und sieht dann, okay, das ist jetzt die und die Armee. Jetzt gucke ich mal, wen ich mit meinen restlichen vier Handkarten gut dagegen legen kann. Wen habe ich danach noch im Pott? Welcher Battleplan wird jetzt gelegt? Also, das macht super viel Spaß. Ja, absolut. Wir machen das jetzt einfach mal so aus Spaß. Und zwar, ihr zwei, und zwar so richtig, richtig, richtig im Schnelldurchlauf. Wir machen hier Zahlen von 1 bis 5. Und der Flo. Ich gehe einfach die Reihe durch, Neiter, und ihr sagt eine Zahl und ich tippe das einfach schnell runter. Es ist völlig egal, ob das jetzt weißgetreu ist oder nicht, sondern es geht einfach darum, dass wir mal einfach einen Vergleich haben, an wie man sich so etwas gut vorstellen kann. Das Also heißt, eins ist schlecht, fünf ist gut. genau, drei ist mittelmäßig, vier hieße, kann gut, also funktioniert gut, fünf wäre wegballern, ne? Drei Ja, ist also. ausgeglichen, zwei ist eher schlechter für mich so, eins ist, boah, ich glaube, da sehe ich kein Land, ne? Dario, let's go. Wir ballern das so schnell, wie es geht, runter. Flo, du bist schon Vier. danach dran. Ich auch. Nighthorn. Vier. 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 Ja, Soulblight. Vier. Auch vier. OBR. Vier. Flo. Drei. Feck. Vier. Flo. Drei. Okay, also mit Crewways ist es schon mal nicht so einfach. Iron Jaws. Fünf. Wow, Flo, Vier. da gebe ich auch mal eine 4. Bonesplitters. Fünf. 5. 4. Crewboys. 4. 1. Big Wag, 3. 3. Flo. 3. Ich auch, glaube ich mal. Gitz. 2. Flo. 3. Ich 2. Riesen. 4. Flo. 4. 3, Oger. 4. Flo. Außer ich spiele gegen Jan. 4. Alter Junge, ihr gebt Gas, Korn. 4. Flo. Obwohl, machen wir eine 3 draus, eine 3R. Bei mir auch 3. Nörgel. 2. Nur für Colin. Mirror 3. Ja, Zinsch. 3. Flo. 4. Hätte ich auch mal für mich gut eingeschätzt, Slanish. 3. Flo. 4. Slaves. 3. 3. Oh, ich auch. Skaven. 3. 3. 2. Beastman.3. 4. Fireslayer. 5. Oh. Ja. Immer auch mal eine 4, glaube ich. Luminate. 2. 4. 3, KO. 2. Flo. 4. Das sag ich auch. Stormcast. 3. Flo. 4. 3, Seraphon. Croak. 1. 1. Hasse ich. Hasse 2. ich. Ich mach auch eine 2. Tiefkit. 2. Flo. 3. Okay. Ich mach auch eine 2. Sylvanette. 4. Gut. 3. 3, DOK. 4. 4. 3. Okay, sehr gut. Also, das ging ja schon mal ganz schön ab. Also, wie gesagt, ihr könnt euch natürlich da alle viel, viel mehr Zeit für lassen. Und das ist aber jetzt eigentlich, das ist das, was ihr als Coach dann vor euch liegen haben wollt. Ne? Diese alle Ja. Informationen, ne? Beim 5-Spieler, wenn es jetzt noch zwei Spieler mehr, die auch eine Einschätzung gemacht haben. Und wenn du jetzt zum Beispiel hier unten dein, ich sag mal, jetzt hast du hier dein Gegner-Tableau, die man jetzt hier hinmachen könnte, und du sagst jetzt quasi, wir haben als Gegner, ich habe jetzt mal welche ganz wild ausgesucht, OBR, Crewboys, Nurgle, Skaven und Stormcast, ne? Das ist jetzt zum Beispiel das Team, was gegen uns steht. Und jetzt geht's ja los. Jetzt müsste ich danach ja eine Entscheidung fällen, wonach richte ich mich jetzt aus? Wer sollte, wie kann ich das beste Pairing erzielen gegen die jeweiligen Spieler? Und Genau. das macht jetzt richtig, richtig Laune. Ja, also das ist ja dann das, was wirklich der Team-Captain macht. Also
Bei uns machen wir es so, sobald die Listen draußen sind, pflege ich die alle in die Excel ein, schicke die ans Team und sagt: So, Jungs, Mädels, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, macht mal bitte das, was wir gerade hier in 5 Minuten gemacht haben. Habt da so viel Zeit, wie ihr wollt, aber dann auch bitte für nicht jede Eimer Armee, sondern auf dem Turnier sind es dann 105 Listen. Das ist dann auch schon mal ein bisschen Arbeit, sich da überall alles anzugucken. Ich kann mal das ganz kurz dazu stecken. Genau, so, dann habe ich immer das gleich fertig. Nörgel war hier. Und da kannst du ja mal ein bisschen sagen, wie die Vorgehensweise wäre, deiner Meinung nach, für die erste Defender-Wahl. So, jetzt hättest du quasi, das wäre jetzt das Ergebnis, was wir sehen würden. Ne? Also wir machen jetzt mal Battleplan noch unabhängig. Und Mach mal da. bitte zwei Sachen raus, weil so sieht es ja aus, als ob wir gegen fünf Spieler müssten. Absolut richtig. Wir haben hier unten noch zwei. Der Tristan ist mit dabei. Und wir haben noch. Wen haben wir noch im Chat? Die Madeline. Ah, hier, Genau. bevor, während du das machst, ist auch, was Tristan hier noch reinschreibt, sehr, sehr wichtig, gerade wenn man die Einschätzung macht. Die machen die Leute. Ganz, ganz wichtig, nicht nach dem, wie ihr Coach ihnen sagt, das Matchup normalerweise laufen sollte, sondern die machen sie nach dem, wie sie sich wohlfühlen, wie sie das Matchup selber kennen. Ein Spieler, der jetzt jedes Mal gegen Colin, gegen seinen Nurgle spielt, wie ich jetzt mit meinem Big Bar, wird das Matchup anders einschätzen, als jemand, der das erste Mal in seinem Leben gegen Glotkit spielen muss. Ja. Deswegen, da ist ganz wichtig, auf euer eigenes Bauchgefühl, auf eure eigene Erfahrung zu vertrauen. Weil ansonsten kann das nur in die Hose gehen. Wenn ihr euch einschätzt, sagt, ja, easy, das hole ich, weil mein Coach sagt, das ist ein gutes Matchup und ihr gebt euch da eine 4 oder 5 und am Ende wisst ihr nicht, was die gegnerische Armee macht und geht dann komplett baden, dann ist das für euch nicht gut, für den Coach nicht gut, aber vor allem fürs Team nicht gut. Deswegen lieber ehrlich, wenn ihr sagt, die Gegner kenne ich nicht, kann ich nicht einschätzen, dann kann der Coach auch damit arbeiten, dann weiß der, worauf er sich einstellen muss. Das ist ja ein sehr guter und toller Hinweis. Und was vor allem damit noch einhergeht, ist, manchmal kann man sich die Liste angucken. Und mittlerweile muss man auch dazu sagen, dass viele sich auch noch gegenseitig kennen. Und dass der Name des Spielers sagt ja auch noch sehr viel über das Matchup auch noch aus. Ja, das ist Also, auch ein schönes Beispiel. Wenn ich wenn ich gegen jetzt. Glotkin von Colin spiele, gebe ich mir eine 2. Wenn ich gegen Glotkin von irgendwem anders spiele, gebe ich mir eine 4. Richtig. Also, und Das genauso, wenn ich ist. jetzt wüsste, okay, ist ein Big Wark-Spieler, ich kenne den, der spielt das ziemlich gut. Dario zum Beispiel, dann sage ich, huh, also gegen Dario habe ich schon mal gespielt, damals mit der Armee. Das war super schwierig für mich. Ich dachte, Big Wark geht, aber beim Dario, der spielt das sehr gut. Mach mich da mal lieber nicht so hoch, weil diese Information, die der Spieler ja eingibt, damit ist ja dann auch das, worauf man ja irgendwie vertrauen muss, was er halt macht. Und wenn er jetzt sagt, boah, Alter, gegen Dario, nee, jetzt sehe ich kein Land, weil der spielt ja so gut. Ich gebe mir dann eine 1. Und der Coach sagt, nee, nee, also gegen Vegas ein super Weg, aber ich perle dich dagegen. Ist das eigentlich nicht die richtige Vorgehensweise, weil der Spieler hat ja die Einschätzung gemacht und er macht das abhängig entweder von der Liste, von seiner Erfahrung oder auch vielleicht auch von dem gegnerischen Spieler. Und das sind alles Faktoren, die dann noch eine super krasse Rolle spielen. Ja. Gut. Krass, also jetzt haben wir es mal einfach mal raus, ne? Wir sind das Team die Daltons. Das sind eigentlich nur vier, egal. Und wir spielen jetzt gegen gegen Sonne, Mond und Sterne. Oh, Sonne, Mond und Sterne. Genau, das ist unser gegnerisches Team und das ist hier unten quasi das Gegner, die gegnerische Armee. Ups, und jetzt wäre eigentlich genau der Zeitpunkt. Wir lassen das, wie gesagt, vom Battle Plans noch weg, weil diese Einschätzung, die wir hier gemacht haben, müsste man streng genommen auch noch hier oben bei der Battle Plan Bewertung machen. Also, wer kann welchen Battle Plan gut? Und die würde man eigentlich auch noch mit berücksichtigen, wenn man wüsste, auf Tisch 1 wird jetzt Puls gespielt, auf Tisch 2 Nexus Collapse und so weiter. Und die Battle Plan Einschätzung, die darf man auf keinen Fall unterschätzen. Weil Ja. manchmal ist das Matchup vielleicht schlechter, aber wenn der den Battleplan gut kann, dann kann er den gut. Wenn das Nexus Collapse ist, wo du sagst, ich spiele auf weniger Punkte, weil ich schaffe zu 100% meine Grand Strategy und ich schaffe auch Battle Tactics ohne Objectives,
beispielsweise, wenn ich irgendwo hinstellen muss oder wie auch immer, dann spiele ich auch weniger Punkte, hau die ganze Zeit alle Objectives weg, aber ich gewinne hinten raus, weil ich weiß, der Nighthound-Spieler muss mit seiner Grand Strategy am Ende irgendwie ein Objective einnehmen, das gibt's nicht mehr, aber ich packe meine Safe. Und das ist auch, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die Einschätzung der Battle Plans, die sind fast oder mindestens genauso wichtig, dass man darauf eingeht wie auf die Spieleinschätzung. Ja, also da gibt es super, super Beispiele, um das so ein bisschen zu veranschaulichen. Stellt euch mal vor, ihr spielt eine Shooty-Heavy-Armee, die jetzt sehr darauf angelegt ist, den Gegner vom Board zu ballern, bevor der überhaupt bei einem ist. Und dann paart euch euer Coach, weil ihr die Einschätzung nicht für die Battle Plans gemacht habt, auf Frigid Zephyr, wo man den Gegner nur in 12 Zoll sehen kann. Ja. Da könnt ihr noch so ein gutes Matchup haben. Wenn ihr nicht schießen könnt, könnt ihr das Spiel nicht gewinnen. Absolut. Das so, genau, und das ist dann halt immer so Sachen, die man dann noch mit beachten muss. Ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja. So. Und wir haben das sogar auch wirklich sehr, sehr ausgeglichen gemacht, wenn ich mir gerade die Bewertung angucke. Ich ändere mich mal ein bisschen was um. Die Madeleine, die ist bei uns ein absoluter Topstar. Die gewinnt gegen alle ziemlich gut. Und der Tristan dagegen, der ist gerade ins Schlafen gegangen. Der Ja, spielt dann das kann man den auch ein bisschen in die Pfanne hauen. nicht so gut, genau. Ist jetzt mal, ist ja auch alles nur Spaß. Also jetzt wäre dann der interessante Zeitpunkt, wo man anfängt, den ersten Defender zu legen. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, Dario. Wie geht man jetzt vor? Jetzt hast du, ne, wie gesagt, wir gucken das jetzt auf recht abstrakt, ohne Battleplans. Wir haben quasi jetzt einfach nur eine Überlegung, wen legen wir als allererstes als Defender, wo wir wissen, das ist ganz wichtig, ihr Lieben, da werden zwei Attacker gelegt und der Defender darf aussuchen, gegen wen er von beiden spielt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie deine Einschätzung da ist. Also von euch beiden Also, sogar. ja. Also als Defender würde ich immer jemanden legen, der also maximal ein schlechtes Matchup kriegen kann und der auch, selbst wenn er dieses zur Not bekommen sollte, immer gut scoren kann. Auf der anderen Seite aber auch jemanden, der nicht, wie jetzt zum Beispiel Madeline, alle anderen Matchups sehr gut spielen kann. Madeline kannst du in jedes Matchup reinlegen. Ich würde hier bei der Einschätzung, so on the fly, ohne mich da groß vorzubereiten, mich jetzt als erstes Matchup legen, weil ich habe jetzt zum Beispiel gegen drei Gegner ein sehr gutes Matchup und gegen zwei Gegner eins mittelmäßig bis schlecht. Wenn jetzt aber die Skaven und die Nurgle gelegt werden, was wahrscheinlich ist, weil der Gegner hat ja auch eine Einschätzung gemacht, würde ich mich als Coach für die Skaven entscheiden, weil man sieht bei der Spalte der Skaven, dass also dass mein Team gegen die Skaven, außer Madeline, die halt alles wegballert, ein eher schlechtes Matchup hat. Das heißt, ich würde einen Dreier-Matchup nehmen und nehme dafür einen Gegner aus dem Pool, gegen den mein Team jetzt nicht so gut performt. Wir können das Beispiel, also Flo, kannst du noch mal kurz gerne auch noch drauf eingehen? Ja, also sehe ich tatsächlich ähnlich wie Dario. Was jetzt für mich auch noch eine Möglichkeit gewesen wäre, mich zu legen, weil ich habe jetzt so ein richtiges Matchup und würde dann vielleicht ausschließen, dass ich genau gegen das gepaart werde, ne? Genau, Weil. das ist die zweite Möglichkeit hier, absolut. Genau. Dass ich dann zum Beispiel sage, okay, Cruel Boys geht auf gar keinen Fall, also lege ich mich als Defender, damit dass ich die Wahl habe zwischen zwei Stück. Und dann weiß ich auf jeden Fall, Cruel Boys kriege ich nicht, weil alle anderen könnten jetzt zum Beispiel gegen Cruel Boys besser performen als ich. Ja. Bei. Das sind, finde ich, so die zwei Herangehensweisen. Entweder mit einem Matchup direkt versuchen, einen Gegner rauszunehmen, gegen den viele ein schlechtes Matchup haben. Oder wenn du sagst, ich habe einen Gegner, gegen den darf ich auf keinen Fall spielen, sonst gehe ich hier 0-20. Dass du dadurch, dass du, wenn du jetzt dich als erstes legst, kannst du dir ja aussuchen, wen du spielst, dass du das direkt damit eliminieren kannst. Das ist auch ein sehr guter Ansatz. Ja. Man könnte Bei dir? beides fahren. Also man könnte wirklich nach beiden erstmal vorgehen. Ich würde mich Wenn du interessieren. fünf Spieler hast, ne, dann ist Ja. es so, bei drei Spielern muss man darüber nochmal andenken, aber jetzt, wir haben ja immer noch so ein paar Attacker und Defender da zur Auswahl, ja. Ja, man überlegt natürlich auch, wenn man das macht, wen lege ich als Defender, wen würde der Gegner als ersten Defender legen? Genau.
Und dann kommen wir sogar richtig in eigentlich einen der coolsten Sachen überhaupt an so einem Teamturnier aus, nämlich dieses Pairen. Der ganze Prozess des Pairens, der ist nämlich dadurch schon so aufregend, weil man so viel Gedanken macht, so viel bespricht und dann passiert das und das und dann regt man sich darüber auf und dann passiert das und irgendwie ist das halbe Spiel schon fast durchgespielt, nur weil man erstmal überhaupt die Pairings gemacht hat und weiß am Ende, wer gegeneinander spielt. Und Am das Ende ist, bist ja. du im Gefangenen-Dilemma. Wir sind ein bisschen gefangen im Dilemma, das ist absolut richtig. Ja. Ja. Wir können mal kurz erstmal dabei bleiben und bei dem Szenario, was wir haben. Wir haben gesagt, wir legen Dario und der Gegner würde jetzt ja zwei Armeen legen. Beispielsweise, die legen jetzt die Crewboys und Nurgle raus. Nurgle Und und Skaven hätten sie jetzt hier wahrscheinlich gelegt. können wir auch gerne so machen: Nurgle und Skaven. Jetzt würden wir uns das angucken und sagen, okay, Dario hat gegen Nurgle nicht so ein gutes Matchup. Wir entscheiden uns jetzt erstmal ganz einfach und sagen, okay, Dario spielt in Runde 1 gegen die Skaven. So, die haben beispielsweise in Runde 1. Würden die wahrscheinlich OBA legen, weil OBA Genau. ist ein guter Defender. OBR legen, das wäre das zweite Spiel. Und wir hätten jetzt zur Auswahl, wir sehen ja, dass OBR liegt. Wir dürfen Dann jetzt hätten wir zwei wahrscheinlich. Attacker legen. Hätten wir Flo und Madeline wahrscheinlich gelegt. Genau. Wir Weil die hätten. beiden ein sehr gutes Matchup dagegen haben. Genau. Es hätte jetzt keinen Dann Sinn, würde Cello oder ich. Tristan zu legen. Wenn übrig ist, genau. Genau, weil Und die Cello und würden Tristan wahrscheinlich machen. Flo nehmen. Genau. Cello und Tristan hätten die ein sehr gutes Matchup, würden wir also nicht legen. Das heißt, wir hätten jetzt Flo platziert und wir hätten schon Dario und Flo jetzt weg. Jetzt würden wir in die dritte Runde kommen. Wir legen wieder einen Genau. Defender. Und wir Genau, haben dann würde jetzt ich nur noch jetzt. Cello, Madeleine und Tristan zur Auswahl. Da gibt es jetzt auch wieder zwei Herangehensweisen. Nummer eins, wir könnten Tristan legen, um sicherzugehen, dass er das Zweier-Matchup bekommt, was ihm lieber ist. Da Obwohl er aber es immer schon bekommt, OBA weil. raus, genau da Genau. OBA schon raus ist, wäre uns das beispielsweise egal, weil er immer das Zweier-Matchup bekommt. Die andere Möglichkeit wäre, Cello zu legen, weil der dann die Auswahl hat zwischen Crewboys, Nurgle und Stormcast. Und eins davon muss der Gegner grün hinlegen. Genau. Genau so würde ich auch vorgehen, weil wir damit sagen können, wir kriegen eigentlich ein gutes Matchup für ein Cello hin. Und wenn wir jetzt Cello gelegt haben, würden die jetzt Crewboys und Nurgle legen, weil Also die Stormcast würden ist. wahrscheinlich Nurgle als Defender hier legen. Wie gesagt, Nurgle ist Stimmt, auch ein Nurgle als guter Defender. Defender-Listen. Dann würden die Crewboys und SCE legen. Ja. Und wir würden uns als Cello-Spieler dann bei Crew ist ein Dreier, aber bei gegen Stormcast ein Vierer-Matchup haben, für Würden wir uns SCE für entscheiden. Stormcast entscheiden. Genau. Genau. So, Genau. Spiel 4 hatten wir gesagt, die legen Nurgle als Defender. Und da wir Cello gelegt haben, mussten wir jetzt leider den Tod sterben. Und Tristan sagen, gut, der kriegt ein Zweier-Matchup, das können wir nicht ändern. Und mussten jetzt quasi Tristan und Madeline als Defender legen. Und der Nurgle-Spieler würde sich jetzt angucken und hätte gegen Ja. Tristan Gutes und gegen Madeline Schlechtes und würde dann quasi Tristan als Gegner wählen. Und dann würde im letzten Spiel quasi die Karten einfach noch gegeneinander gepaart werden, die noch übrig bleiben. Das bedeutet also bei Genau. uns, unsere Allrounder, und deswegen würde ich sagen, haben wir eigentlich ganz gut gepaart, ist sogar bis zum Ende drinne geblieben, weil es uns am Ende, wo noch wild hingelegt wird, haben wir ein gutes Matchup bekommen und die legen Crewboys dagegen. Genau. Dann könnte man jetzt quasi anhand diesen Punkten, die wir da haben, also zum Beispiel, ich habe gegen Skaven eine 3, das wären erwartete Punkte 10. OBA gegen Flo ist eine 3, das wären wieder erwartete Punkte 10. Cello gegen Stormcast, das ist eine 4, damit hätten wir 15 Punkte. Tristan mit einer 2, etwa 5 Punkte, aber am Ende Madeline nochmal mit einer 4, da hätten wir auch wieder 15 Punkte. Und anhand dieser Matrix würden wir am Ende, wenn wir das Pairing so jetzt gemacht haben, mit 15 Punkten gewinnen. Ja. Und hätten dann gut gepaart. Und hätten Genau. dann gut gepaart. Genau. Ich denke mal, wenn Tobi jetzt hier im Chat ist, zieht er mir die Hammelbeine lang, weil der hat Ja, bestimmt mir 17 auch. Strategien, die noch besser sind, aber. Es ist ja auch genau deswegen gedacht, jemand, der absolut wenig Erfahrung oder bis gar keine Erfahrung hat, dass man sich anfängt, darüber Gedanken zu machen. Und genau dieser Prozess, den wir aufgezeichnet haben und der letztendlich sogar auch in unserer Freestyle-Variante zum recht coolen Ergebnis geworden sind und das eigentlich ganz gut veranschaulicht. So öfter man das macht, so mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr kommt man überhaupt erst da rein. So mehr kann man überhaupt Ja. wirklich am Anfang das auch sehr gut machen. Das ist ein Erfahrungsprozess, den man hier Ja. auch durchmachen muss. Ja. Und das ist total wichtig, dass man diesen macht.
Ja, ich glaube Ich auch, finde auch da. wenn du damit anfängst, dass du das erste Mal machst und jetzt nicht gerade der übelste Statistiker, Mathematiker bist, dann wird dich dieser Prozess auch automatisch echt überfordern und es ist echt nicht einfach, ne? Und du bist auch überrascht, was am Ende dabei rauskommt. Ja, Cool Boys zum Beispiel für Flo. Ja. Zum Beispiel. Ja. Aber eine Sache möchte ich da noch zu anmerken, unabhängig davon, das ist ja jetzt hier das, was wirklich die Coaches übernehmen, die das Pairing machen. Finde alleine für die Spieler, die haben ja dann die Aufgabe, sich die gegnerischen Armeelisten mal genau anzugucken. Gerade wenn man Matchups hat, die man sonst noch nie gespielt hat, man kann sich da ja mal richtig reinlesen, mit dem Coach zusammen sprechen, was macht die gegnerische Armee eigentlich, wie spiele ich dagegen. Das macht ja nochmal so ein großes Learning aus, wenn man sich mal wirklich überlegt, ich muss jetzt das erste Mal gegen Cruel Boys spielen. Wie spiele ich das überhaupt? Was kann die gegnerische Armee eigentlich? Und das dann mal mit dem Coach zu besprechen, gerade bei Gegnern, die man jetzt nicht kennt, finde ich ein super, super cooler Ansatz. Ist auch wirklich das sehr cool, das vielleicht auch beim allerersten Mal gemeinschaftlich zu machen. Also, dass man sich wirklich auch im Discord trifft. So wie wir jetzt eigentlich, als ob wir ein Team wären. Eine teilt den Bildschirm, alle anderen gucken drüber, man guckt sich die Armeelisten an. Man muss auch nicht alles an einem Abend machen. Man kann sich mal vornehmen, heute nehmen wir uns mal die Order-Armeen zum Beispiel vor und fängt das durch. Oder man bespricht die Armeelisten und danach macht jeder nochmal seine eigenen Einschätzungen. Das ist allen frei gelassen, das zu entscheiden, wie man da vorgehen will. Das ist aber ein sehr wichtiger Prozess, der auch viel Spaß macht, aber auch irgendwie, finde ich, im Teamturnier, der ist einfach sehr wichtig. Der ist einfach leider, muss man sagen, der ist sehr, sehr wichtig. Wenn man ein Teamturnier gut bestreiten will, kommt man da leider nicht drum rum, dass man eben als Coach die Informationen hat, weil ansonsten ist man auch als Coach, wenn man solche Informationen nicht hat, der Depp vom Dienst, muss man ehrlich sagen, weil man hat keine Informationen, man hat auch alles nicht vor Augen. Man muss schnell irgendwelche Entscheidungen fällen, aufgrund seines eigenen Vorstellungen und nicht die der Spieler selber. Ja, also stell mal vor, ich sitze jetzt beim Pairing und sage, Blue Boys ist eigentlich für ziemlich gar kein so schlechtes Matchup, wenn er das so spielt und denke, jo, das kannst du ihm geben. Dann geht aber Flo an die Platte und spielt das auf eine komplett andere Weise, was ich ja nicht wissen kann, wenn er es mir nicht sagt. Und geht dann schön baden. Und ja, dann könnte man sagen, okay, der Coach ist schuld, aber woher soll er es wissen? Also Jungs, wenn ihr die Einschätzung nicht macht da draußen und Mädels, nicht euren Coach blamen. Ja, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, es macht auch super viel Spaß. Es macht sehr viel Spaß, das in der Gruppe sich dann zu beschäftigen. Und das sollte man auch immer tun. Es ist gutes Training. Es bringt einem weiter und der Unterhaltungswert davon ist auch super witzig. Und vor allen Dingen auch die Nachbetrachtung davon. Und das ist, glaube ich, nochmal immens geil. Was hat man vorher gesagt? Ist auch egal, wenn alles falsch war. Es geht ja einfach auch darum, um Spaß und auch ums Lernen und Erfahrungen sammeln. Und die Rückwärtsbetrachtung gerade, okay, da habe ich damals eine 5 gegeben. Ja, gut, lief jetzt nicht so. Aber war auch ein da. Das Nee, mache ich okay, war nicht nochmal mit falsch. den Slaves. Genau. Und das ist dann nochmal sehr, sehr cool auf jeden Fall. Sehr gut. Also, Excel, holt euch irgendwas. Man kann das auch im Zettel und Stift machen. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Absolut. Oder auf dem iPad was aufmalen. Euch ist da komplette Grenzen, keine Grenzen gesetzt. Könnt ihr euch ein Geht auch Büchlein on the mitbringen? fly form pairing, genau. Ja. Einfach dann die Seite aufschlagen. Okay, hier ist das gegnerische Team. Sonne, Mond und Sterne. Okay, hier haben wir die Einschätzung. Buch raus. Völlig egal, wie ihr das macht. Auch wenn ihr nicht Excel-affin seid, obwohl man hier auch nichts können muss, eigentlich außer runterschreiben. Könnt ihr es einfach frei gestalten, wie ihr das wollt, wie ihr euch damit am wohlsten fühlt. Und wenn ihr sagt, von 1 bis 5 ist irgendwie so kompliziert, wir machen Rot, Grün, Gelb. Einfach ein Ampelsystem, fertig. Schicket auch. Kann genauso gut sein wie alles andere auch. Da braucht ihr euch überhaupt nicht verrückt Nur machen besser, lassen. ne? Ja. Also, keep it simple. Ja. Genau. Ja, absolut. Keep it simple. Sehr gut. Ansonsten, falls ihr noch irgendwelche anderen Anmerkungen habt, falls ihr noch Fragen dazu habt, einfach auch in die Kommentare schreiben. Genau, Google-Tabellen kann man auch nutzen. In die Kommentare schreiben, wir kommen da gerne drauf zurück. Wenn es noch andere Themen gibt, die euch super interessieren, können wir da sehr gerne drauf eingehen. Ich freue mich auch darauf, unabhängig dadurch, dass ich das jetzt nicht machen darf, aber ich freue mich auch schon das nächste Mal wieder, wenn wir auf ein Dreierturnier fahren im April, auch das wieder machen zu können in der Gruppe mit Flo und Robert. Waren sehr schöne, unterhaltsame, alkoholintensive Abende beim Einschätzen.
Aber es gibt halt einfach nochmal eine neue Seite des Hobbys, die man vorher immer noch nicht kannte. Und das muss man einfach mal so sagen. Ja. Weil man sich viel mehr mit dem ganzen Thema einfach spielen, gegnerische Armeen, wie gut bin ich, was kann mein Gegner gut, man beschäftigt sich viel mehr damit. Und das irgendwie, man muss das auch nicht mehr competitive sehen, auch uncompetitive macht das einfach Spaß. Auch wenn man jetzt nicht denkt, ich muss irgendwie der Erste werden, sondern einfach so für sich persönlich, um einfach mal so ein Gefühl über Gegner zu bekommen und sich selber. Also kann man nur Ja, empfehlen. einfach als Team mit Freunden Zeit ins Hobby zu stecken. Alles, was man machen kann, ist einfach überragend. So sieht's genauso aus. So, Florian spielt diesmal sogar aktiv mit. Mini Paradise hat ein eigenes Team. Das bedeutet, dass wenn ihr gegeneinander spielen sollt, ihr zwei, dann könnte es ja passieren, dass der Flo diesmal versucht, gegen euch Punkte zu holen, Dario, und nicht für euch. Ja, da müssen wir dann, wenn das soweit wirklich kommen sollte, mal an der Theke nochmal sprechen vorher. Alles klar. Ja. Da lässt sich bestimmt was arrangieren. Ja. Ich bringe ein bisschen Merch für dich mit. Vielleicht lässt sich dich nochmal überzeugen. Kriegst du ein 3TH-Trikot noch, Flo? So, wir haben Freitagabend, geht's auf jeden Fall schon los. Wir haben auch, wahrscheinlich sieht's gut aus, sogar Zapfbier diesmal, gezapftes Bier. Das wird geil, wenn wir Freitagabend nach dem Aufbau ein bisschen noch da zusammen rumhängen. Nächste Woche Dienstag ist der Pairing-Stream, ganz wichtig, 20 Uhr, pairen wir das erste Match für die Club Championship. Und die Listen dafür gehen vermutlich Sonntag oder Montag schon online. Also, stellt euch darauf ein, Dienstag, Pairing-Stream wird geil. Und ansonsten gibt es viele andere YouTuber, die auch von der Location aus Videos aufnehmen, wie Tristan zum Beispiel jetzt auch da nimmt Videos auf. Wir machen Livestream bei uns auf dem Twitch-Account, Twitch-Kanal, immer von einer Partie. Und ich bedanke mich bei euch beiden für den geilen Abend. Zwei sehr geile Videos, die wir heute aufgenommen haben, separaten Videos. Und ich glaube, das hier war auch nochmal sehr informativ und ich glaube, den einen oder anderen konnte mir damit ein bisschen unterstützen, helfen, unter die Arme greifen oder vielleicht auch anregen. Und danke nochmal an den Chat, ihr wart wieder hervorragend. Guck mal, Dario sagt schon wieder. Sehr gut. Ja. Alles klar. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle euch allen. Gute Nacht und habt jetzt schon mal ein sehr schönes Wochenende. Wir sehen uns live hier am Dienstagabend. Schaltet ein und abonniert uns gerne, falls ihr mehr Content sehen wollt. Sowohl hier auf Twitch als auch auf YouTube. Wir freuen uns über alles. Jeder, der dabei ist, folgt uns, kommentiert und das Hobby mag, so wie wir. Ja. Bis dahin, bleibt Tschüss. gesund, passt auf euch auf. Danke, Flo, Ciao. die Ciao. Lollipops.